Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gehen wir es mal etwas ruhiger an und gehen eine sehr leichte Hütte in Sulden, die Düsseldorfer Hütte. Trotz den geringen Schwierigkeiten sind fast 1000 Höhenmeter zu überwinden, also relativ viel. Aber reden wir jetzt mal nicht so viel und starten einfach die Tour am kostenlosen Parkplatz in Sulden vor der Alpinschule Toni Stocker. Zunächst folgen wir für einige hundert Meter der Straße bis zum Hotel Marlet. Dann führt ein breiter Forstweg bis zu einer Weggabelung hin, wo wir der Beschilderung der Düsseldorfer Hütte folgen. Der Weg steigt immer stetig neben dem Bach des Seitals hinauf. Dieser ist sehr leicht zu finden und auch mit Kindern gehbar. Wie gesagt, kann man sich auch an dem Zeibach orientieren. Ab und zu lohnt es sich auch mal, dem Rauschen des Gebirgsbachs zuzuhören. Nach einem Holzgatter und einer Brücke über den Bach gelangt man auf die offene Wiesenlandschaft. Der Weg führt nun unschwierig und sehr gut sichtbar weiter nach oben. Dabei hat man auch die ganze Zeit eine tolle Aussicht auf das Ortler Dreigestirn. In Kehren gilt es dann, eine kurze Steilstufe zu überwinden. Ist diese überwunden, sieht man auch schon die Düsseldorfer Hütte. Auf einer Höhe geht es dann erstmal weiter. An einer Weggabelung, wo auch der Weg von der Kanzelbahn einmündet, überquert man dann einen Bach. Der breit ausgetretene Weg führt noch eine Zeit lang auf einer Ebene sehr gemütlich weiter. Schließlich erwartet einen dann noch der nicht allzu kurze Schlussanstieg. Durch Mischgelände und einzelnes Blockwerk schraubt sich der Weg dann über eine Art Kegel hinauf. Auf den letzten Metern rinnt da noch mal etwas Wasser. Nach einem gemütlichen Hüttenzustieg erreiche ich die sehr beliebte Hütte. Dies hängt sicherlich auch mit der Kanzelbahn und dem daneben liegenden Osimlift zusammen. Beide Seilbahnen erleichtern den Aufstieg um knapp 450 Höhenmeter.
Nach einer ausgiebigen Pause steige ich wieder gemütlich ab. Jetzt ist hier aber nur noch. Nach dem Schlussanstieg, den ich wieder hinabgelaufen bin, folge ich kurz vor der Holzbrücke der Beschilderung Eselsteig. Hier handelt es sich schon um einen Alpinsteig, deshalb wie immer Trittsicherheit und Schwindelfreiheit vorweisen. Für Könner ist dieser alpine Steig mit schöner Aussicht allerdings nur zum Genießen. Nach einem Holzgatter wird der Abhang neben dem Weg etwas steiler. Auf halber Strecke übergehen wir dann auch eine Brücke, die eine ausgesetzte Stelle entschärft. Es ging hier einmal so her. Dann geht's weiter. Nach den etwas steileren Passagen geht der Weg dann ganz human weiter. So, sind wir wieder auf Forstwegen. Und dann geht's hier jetzt noch die restlichen Meter nach hinten. Bis zur Kälberalp folge ich dann noch einfachen Forstwegen. Optional kann man dann noch auf der Kälberalpe rasten. Weiter geht es dann über einfache Pfade zurück ins Tal. Ja Leute, das war das Video und ich möchte jetzt noch ein ganz kleines Schlussfazit ziehen, also wird gar nicht lang, keine Angst. Es war wirklich eine sehr coole Tour, auch mit dem am Ende mit dem Eselsteig. Klingt vielleicht jetzt irgendwie so ein bisschen ja alt, aber das ist wirklich ein sehr schön ausgebauter Steig und total verlassen, weil es ist halt schon ein bisschen ausgesetzt an manchen Stellen.
Mit Bahnunterstützung wäre das natürlich ein bisschen ruhiger, aber ich gebe euch einen Tipp, nehmt euch einfach Zeit, nehmt euch einfach die Zeit, um das zu genießen, den Hüttenzustieg. Und es muss ja nicht der Eselsteig wieder runter sein. Geht vielleicht einfach zur Bahn zurück und fahrt dann runter. Aber dieser Bach hinauf bis zu der Einmündung des Weges von der Kanzelbahn ist wirklich sehr, sehr schön. Also die Tour hat mir persönlich brutal gefallen. Und Düsseldorfer Hütte, Ausgangspunkt, Chengisser Hochwand. Vielleicht mache ich die Tour ja noch. Chengisser Hochwand, Fetteinspitze, Nordostgrad. Oder Nordwestgrad, ich glaube Nordwestgrad. Hoher Angelus, Schöneck an einem Tag, ganz viele Touren. Schaut da mal vorbei, wenn ihr mehr Informationen braucht. Da gibt es massig Infos auf Google und auch in Wanderführern. Wir sind sehr beliebte Hütte. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem wie immer gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Graue Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein Video hochgeladen wird. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.